Ja, liebe Zuschauer, 2019 ist bereits seit einigen Wochen Geschichte und wir sind hier auch an der Hochschule sehr gut in das neue Jahr reingerutscht. Felix Schäfer, der junge, attraktive Herr hier neben mir, den ihr schon kennt, der ist auch dieses Jahr wieder an meiner Seite bei dem Campus TV News und so freuen wir uns eigentlich auf jede Menge neue Neuigkeiten vom Campus. Definitiv, Ricarda. Ich freue mich auch jetzt im kommenden Jahr wieder Teil des Teams sein zu dürfen und freue mich auf viele coole Campus TV News. Übrigens, da wo wir gerade sitzen, also quasi hier in den Vorlesungssälen, herrscht der Kampf um die Prüfungsphase oder mit der Prüfungsphase. Wir haben nämlich gerade die Prüfungszeit, wie ihr alle sicherlich wisst. Der Campus ist ruhig und überall sieht man lernende Grüppchen und angestrengte Gesichter. Naja, aber es sind ja auch nur noch ein paar Tage und dann ist der ganze Trubel wieder vorbei. Das stimmt. Und dann folgt die vorlesungsfreie Zeit im Februar. Da kann der eine oder andere sich dann auch wieder ein bisschen entspannen oder aber sich sportlich betätigen. Man munkelt, dass da wieder was ganz Großes startet. Also wie gut du zuhören kannst und wo du die Informationen immer herbekommst, aber das stimmt, man kann dem Campusgeflüster trauen. Und zwar startet nämlich am 15.02. die alljährliche Skireise unserer Hochschule nach Südtirol. Ich musste sagen, es ist total schwierig, einen Platz zu ergattern. Ich saß vor meinem Computer, habe die F5-Taste gehämmert und gehofft, dass ich einen Platz bekomme. Und, hast du Glück gehabt? Ich hatte tatsächlich Glück und habe noch einen Platz ergattern können und ich freue mich total. Es wird bestimmt wieder eine coole Woche. Das glaube ich auch. Und hast du jetzt das Gefühl, dass du da sportlich schon bereit für bist, für so eine Woche Skifahren? Naja, ist eine relativ schwere Frage. Ich muss sagen, ein, zwei Sporteinheiten stehen sicherlich noch an, die ich bestreiten muss, damit ich wieder meine alten Skiklamotten reinpasse, aber dann sehe ich der ganzen Sache optimistisch entgegen. Sehr gut. Und ich denke, da bist du bestimmt auch nicht der Einzige, denn die Winterzeit und die Weihnachtszeit, die schleppt sich manchmal ja sogar noch bis in den Mai hinein. Ansonsten ist es ja eigentlich relativ ruhig hier bei uns auf dem Campus. Es gibt aber eine Veranstaltung, die würde ich an der Stelle eigentlich gerne noch erwähnen. Das ist nämlich die Generationenhochschule am 4. Februar. Und in dieser Veranstaltung, da dreht sich alles um das spannende Thema Zuckerfabriken in der Harzregion. Da kommt Herr Dr. Rolf Bielau und er wird thematisch auf den Beginn der Zuckergewinnung aus Runkelrüben und über die landschaftliche und industrielle Revolution hier im Harz eingehen. Ja, es lohnt sich. www.generationhochschule.de ist die Adresse, um sich anzumelden und es ist kostenfrei, die Teilnahme, also nichts wie hin. Das sage ich dir, Ricarda. Und wir freuen uns natürlich zum Beginn des neuen Semesters auch wieder über viele motivierte neue Studentinnen und Studenten, die hoffentlich an unsere Hochschule kommen. Dafür die ganz wichtige Info von mir. Für alle zulassungsfreien Studiengänge geht die Bewerbungsfrist noch bis zum 29. Februar, also noch genug Zeit, sich für ein Studium in unserem wunderschönen Harz zu entscheiden. Wir beide können es natürlich sehr empfehlen, denn wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen hier. Definitiv. Und das Schöne daran ist, dass alle unsere neuen Erstis bei uns an den Orientierungstagen vom 16. bis zum 22. März mit offenen Armen empfangen werden. Hier können sie den Campus und neue Leute kennenlernen, werden in alle Hochschulsysteme, die wir so haben, eingeführt und kriegen ein super Programm mit tollen Studiengangskoordinatoren an die Hand und geboten. Das stimmt und das ist ja eigentlich auch immer für die ganze Hochschule ein schönes Event. Es gibt einen Kinoabend, manchmal einen Grillabend oder einen Spaziergang in die Innenstadt von Wernigerode. Also so, dass man sich einfach sofort wohlfühlt, wenn man hier anfängt zu studieren. Definitiv. So, liebe Zuschauer, und das war es auch eigentlich schon von uns. Wir haben allerdings noch eine kleine Überraschung für alle fleißigen Campus TV News-Gucker, nämlich die Outtakes des Jahres 2019. Wie der Dichter Erhard Horst Bellermann einst zu sagen pflegte, man kann auch im Pech noch von Glück reden. In unserem Fall trifft genau das zu, denn immerhin wurde unsere Unfähigkeit vor der Kamera für Sie aufgezeichnet. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Definitiv werden da einige Freudentränen fließen. Also wir fanden es sehr witzig. Das hoffen wir doch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Das ist meine Kollegin Ricarda Erbe. Ich bin Tom Nussek und es geht los. Am Dienstag. Sorry, ich wusste dann nicht, dass es losgeht. Lass ich dich kurz an. Ich finde es so gut, dass ich gerade einen Tresen habe, um mich festzuhalten. Beat. Ist hier sogar Action, ey. Geht los. Geil. Zu blöd zum Lesen, ne? Zu blöd zum Lesen. Wirklich bis 19 Uhr. Ich hätte ja eigentlich sagen können, ja, ich hole mir jetzt eine Bratwurst. Ne? Ich hole mir jetzt mal eine Bratwurst. Hör auf! Die Zahl der Neuimmatrikulieren ist scheiße! Sicherlei? Sicherlei? Ein spannendes Thema, ne?
Sich allein ist das alles ziemlich geil. Haben wir mal kurz den Akzent gewechselt. Ey, damit verabschieden wir uns. Ist das Kacke? Das ist Leon. Du hast gerade gesagt, oh, das ist Nikolas. Oh, hi. Wieder ein Riesenschwarm. Ach so. Abschließend freuen sich dann alle hier auf dem Campus wieder auf die Abschlussparty von der Initiative. Schade. Ja. War gut? Hat geklappt? War gut?